Schnee geschippt. So gleich fällt die Moinsen und hallo ja. Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs in Awesome 8Q mit 2 Meat-Lasern und 4 PPCs. Ein Bild, den im Moment viele Leute gerne so testweise, weiß nicht, zu der Zeit viele Leute probeweise mal gefahren haben. Der Awesome 8Q, der hat ja Innosphere HSL Plus 1. Das ist jetzt übrigens auch eines der Videos, wo man meine Stimme bei der Aufnahme halt leider nicht hört. Und wir droppen mit Freunden gegen Freunde. Und also das ist immer so das, was wir versuchen, wenn wir ein paar mehr Leute sind, dass wir gegeneinander droppen können, um uns gegenseitig Fräse zu polieren. Auf jeden Fall ist das ein Bild, den man vor ein paar Wochen öfters gesehen hat, der Awesome 8Q, anstatt mit 3 Heavy PPCs, mit 4 normalen PPCs. Die 2 Midlaser habe ich als Bonusbewaffnung eigentlich immer dabei, so in der Art zumindest. Und da gucken wir einfach mal, wie sich das Ding so in der Performance steigt. Das ist das einzige Match, was ich damit gefahren habe. Und es war tatsächlich eigentlich auch ein ziemlich geiles Match. Fuck. Und ja, und ansonsten bei mir so mein Zustand. Was ist das denn? Unverändert. Kaputt. Nee, ruckelt das Video auch wieder so. Killer neuen Namen. Nicht das an der Aufnahme. Art. Weiß ja nicht so genau. Ich hab versucht, das hier mit Radio und Real Life eigentlich erst aufzunehmen. Ich plaudere jetzt einfach erstmal eben ein bisschen nebenbei, ne? Und das nimmt eigentlich jetzt alles auf, bis auf meine Stimme. Ich weiß noch immer nicht, wieso das ist. Es ist eigentlich jetzt richtig eingestellt. Ich habe das Razer Black Shark V2 Pro mit diesem THX Sound Karten Ding, was eigentlich geilen Sound gibt. Aber Radeon kommt ja nicht so gut mit THX klar. LKA, wenn man es auf THX einstellt, dann wird über das entsprechende Gerät gar kein Ton aufgenommen. Das ist das, was Microsoft auch immer wieder so reinschiebt. Hey, du benutzt jetzt mal wieder dein THX gelöt fürs Mikrofon, weil es toll klingt. Aber dann nimmt halt Radeon nichts auf. Was ein bisschen beschissen ist, weil das THX-Zeug ist geiles Audio-Zeug und ich weiß nicht, warum Radeon das nicht geschissen kriegt, über THX aufzunehmen. Auf jeden Fall, obwohl alles richtig eingestellt ist, wie bei der Desktop-Aufnahme über Radeon, trotzdem nicht meine Stimme mit aufgenommen. Obwohl das in Ingame halt ganz normal ist. Ich weiß nicht, wo da ist ja gerade der Bug liegt. Ein bisschen deprimiert, aber ich nehme es auf jeden Fall über Open Broadcaster auf, was die Videoqualität leider auch ein bisschen drückt, egal was ich einstelle. Das geht einfach nicht so on point, gut, scharf, unpixelig, wie bei den anderen Aufnahmelösungen, die ich versucht habe. Ich habe im Moment sonst eigentlich gar keine andere Aufnahmelösung mehr. Ja, meine Hand immer noch schön geschient. Ich nehme jetzt gerade direkt nach dem anderen Video auf. Und deshalb bin ich mit meinem HOSAS-Controller auch noch nicht weiter. Mal schauen, im nächsten Video, was ich auf diese Art hochlade, werdet ihr vielleicht erfahren, wie es ist. Kann aber auch sein, dass ich da schon... Batz! Ich habe andere Sorgen. Jawohl! Ja, der hat doch schon Seitentor so auf. Hab aber vergessen, dass der das ist offensichtlich. Und da auf die dicke Schulter, aber verfehlt. Schade Schokolade. Das nächste Video wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein Rifleman-Video sein. Eines von denen, wo man meine Stimme halt hört, wo wir gegeneinander droppen. Das ist auch schön. Dann mal nicht, wo ich so dazwischen quasseln muss oder drüber quasseln. Leider gibt es im Moment auch einfach keine Livestreams wegen der Hand und sowas. Wobei, ich muss mal gucken, vielleicht geht sowas wie Battletech. Irgendwas, wo man nicht so schnell agieren muss, sondern ein bisschen mehr in Ruhe machen kann. Das müsste normalerweise gehen. Also mit der Maus halt einfach jetzt. Ne? Mal schauen, morgens auch der nächste Arzttermin. Vielleicht werde ich nochmal anders geschieden, sodass ich etwas mehr Freiheit habe. Platsch! Tag ist der Seitentor so auf. Oh, ziehen, ziehen, ziehen. Ne, Rückzug gefecht, einfach in der Mitte drauf. Doch den Seitentor getroffen. Das sah für mich ein bisschen aus, als hätte ich auf den CT geschossen. Ist interessant, auch mal so diese Beobachterperspektive eher zu haben. Oh, den Kill mitgenommen. Das war weit. Nett. Da atmet er auch entnervt aus. Sorry dafür. Das wird zum Schluss auch so eine schöne Situation geben. Ich sehe, geht mal Geras Wollen im Trend. Lauter Standard-PPKs und überhitzt. Ja. Ihr hört meine Antwort halt leider nicht. Aber ja, ich muss das hier halt einfach mal ausprobieren. Das sah ganz so interessant aus. Ich habe viele damit gesehen, dass es auch gut funktioniert. So, mal gucken. Was haben wir da denn überhaupt? Ich habe Kopfschmerzen. Platsch. Ist auf. Seitentors ist auf. Da läuft der Ritter. Der hat noch Panzerung im CT, aber ein Seitentors hat er auch. Im Panther ist es halt ein bisschen lustiger wegen den Jumpjets, aber ansonsten. Arbeiten wir uns jetzt schon ein bisschen nach vorne. Ich muss in der Situation jetzt halt schon ein bisschen feige aufpassen. Er war ja leider zu schnell aus der Schusslinie. Aber der CT, dass ich den so lange hinhalten muss, bis die Pads wieder aufgeladen sind, das tut zwischendurch auch mal einfach weh. Also optisch ist es eine Qual. So lange den offenen CT exposen, damit der Gegner drauf schießen kann. Immer ein bisschen schwierige Kiste. Da, Timby. Und voll daneben gesammelt. Aber schau mal, da sieht er lecker offenes Center. Mal ein bisschen hochgucken. Alles ruff, zack, weg. Er war leider überhitzt.
ein großes Problemchen, aber guckt euch mein Center an. Es wird immer kritischer. Und da kriege ich Peps rein. Das andere Seitentor auch noch auf. Oh Gott, ey. Also, spätestens da ging mir so ein bisschen der Arsch auf Grund. Ich habe da auch nicht mehr ganz so viel gesagt. Ritter! Was gibt's denn? Stirb! Der versucht mich umzubringen. So, und runterdroppen. Gleich nochmal eben. Torso. Bub einfach mal in die Richtung gehalten, falls Ritter wieder kommt. Die Banshee, die werden sie wohl kriegen. Irgendwas ist wieder im Center. Und da ist der Ritter. Ne, die Banshee. Yunus. Ach, halt die Fresse. Genau, habe ich mich ein bisschen über Ritter lustig gemacht, weil er mich nicht töten konnte. Und meine Antwort war, hier Peps und auch ein tiefes, halt die Fresse. Und zwar, 3, 2, 1, stirb. Schade. Jetzt habe ich es gesagt, halt die Fresse. Einfach mal als Konter dafür, dass ich mit meinem roten CT den roten Seitentor, den ich noch gekillt habe. Jetzt kann ich auch in Ruhe draufgehen. Ach, das war schon herrlich. Ach, ein ATM-Igel. Ja, das ist auch einfach sackgefährlich. Und tatsächlich ein Seitentor so rausgenommen mit dem Alpha. Also Damage macht das Ding ja schon. Ist schon nice. Schade. Ja, Sekündchen zu spät gewesen, sonst hätte ich den auch noch abgestaubt. Aber das Ding hat ganz gut gearbeitet, muss ich mir mal sagen. Und jetzt, Leute, einmal die Stats gucken. Und am besten Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt zeigt die Stats, 3 Kills, 2 Solo, 2 KMDD, fast 600 rausgehauen. Ja, das verdient zu sterben. Nice. Das so offen. Ritter kann es nicht fassen. Das stimmt, so, aber der Timber stand vor ihm. Ja, Versager. Versager! Tschüss. Und Ritter Stats? Ah, nicht so gut. Ja, wobei doch mehr Damage. Naja, aber trotzdem Versager.